30. September 98. An jenem Tag starb der Polizist in mir. In der Nacht wurde Raccoon City ausgelöscht. Schuld waren Umbrellas Biowaffen. Ich hab's rausgeschafft, aber viele andere hatten kein Glück. Später bat man mich, einem geheimen Regierungsprogramm beizutreten. Ich hatte keine Wahl. Das Training, die Missionen brachten mich fast um. Aber sie brachten mich auf andere Gedanken. Wenn ich jene Nacht nur vergessen könnte, den Schmerz, nur für einen Moment. Diesmal kann ich was bewirken. Das muss ich. Sechs Jahre seit der Katastrophe von Raccoon City vergangen. Ein beispiellosen von der Umbrella Corporation verursachter biologisches Unglück. Leon S. Kennedy, ein Überlebender des Vorfalls und namenhafter Special Agent, wird damit beauftragt, die vermisste Tochter des Präsidenten aufzuspüren. Die Suche führt ihn in ein abgelegenes Dorf in Europa, wo sie Informationen zufolge kürzlich gesehen wurde. Nichts, was Leon bis jetzt erleben musste, könnte ihn auf den Albtraum, den Wahnsinn vorbereiten, den er dort vorfinden wird. Ha! Ja, ich sehe ihn, aber schon eine Weile her. Ja, Herr Junge, denn weißt du ganz genau, was du die Woche nochmal machen musst, bevor Resident Evil 4 startet. Also, wir spielen tatsächlich Leon S. Kennedy, den netten Polizeirookie aus Teil 2. Ich arbeite mich noch durch eure Playlist. Gut so, Melli. So, was zum Gehen. Also, die Grafik sieht schon mal à la Bonheur aus, muss ich sagen. Umsehen. Oh, die ist aber C, die Maus. So, schubidup, können wir hier rein? Hallo? Ich bin tatsächlich noch ein bisschen am überlegen, ob ich das Hauptgame, wenn ich das jetzt hier gerade so mitkriege, doch mit Controller spiele, weil Maustastatur sich gerade echt eklig anfühlt. So, hier haben wir ein bisschen Stacheldraht. Nee. Schön. Was haben wir hier zu liegen? Oh, okay, wir können uns ducken. Kann ich jetzt, nee, kann nicht durch. So, der obligatorische Bretterverschlag. Schön. Also wir sind irgendwo in Spanien, das kann man schon mal sagen, weil es ist ja, wie gesagt, ein Remake. Wie weit ist er denn gegangen? Und im Hauptgame ist es quasi so, dass wir hier von zwei Polizisten herfahren werden in diese Ecke, in diese kleine Dorf Pueblo oder wie das doch mal heißt. Und ja, scheinbar ist ein Polizist verschwunden. Das Originalspiel startet ein bisschen anders. Ugh. Was ist denn das? Achso, jetzt erkenne ich das erstmal. Ein Hirsch. Ich dachte mir, was ist denn das, Alter? Sieht aus wie eine blutige Matratze. Wie so ein Hirschsofa von hier. Schön. Aha. Oh, hoppala. Nochmal. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Mir wurde übrigens letztens in einem Video geschrieben, dass ich etwas wie Gronk paraphrasiere. Und wie, da muss ich ein bisschen aufpassen. Also ich darf nicht mehr lachen und nicht mehr schön sagen im Anschluss. Muss ich gut passen. Toll. So, einmal hinhocken bitte. Und weiter geht's. Achso, rein von der Atmosphäre her, muss ich sagen, sieht das schon mal wirklich, wirklich sehr, sehr geil aus. Ja, also, oha. So, hier vorne haben wir ein paar... Oh, Hasi. Kann ich gucken? Nee, kann natürlich nicht gucken. Bin wirklich, ehrlich gesagt, ziemlich Resident Evil verwöhnt, irgendwie das na, wie sagt man denn? Im First Person irgendwie zu sehen. Das ist jetzt hier auf dem Rechner. Kann ich die Fässer nicht kaputt machen? Ein bisschen ungewohnt ist, tatsächlich. Ich glaube, hallo. So ein bisschen. Bisschen lustig, okay. So, genug des Spaßes. F. Ist da nichts bei, sag ruhig schön, etc. Sei du. Wir mögen dich so. Oh. Da gibst du Doppelkartoffel dafür. Vielen Dank. Vielen Dank, ihr Lieben. Ja, ist wirklich komisch irgendwie. Jemand also. Zu Hause? Hallo? Es ist wirklich komisch irgendwie. Wir haben ja bis jetzt wirklich echt mega Glück. Unsere Videos werden durch die Bank weg echt positiv kommentiert irgendwie. Und selbst das letzte war jetzt kein unbedingt Negativkommentar. Aber man macht sich schon irgendwie so ein bisschen Gedanken, wie man denn tatsächlich
mit Negativkommentaren auch umgeht irgendwie, weil Benny ist jemand, der sich sowas sehr zu Herzen nimmt. Ich bin auch jetzt nicht aus Stahl irgendwie. Also, weiß ich nicht. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob wir zensieren oder ob wir das vorfiltern lassen müssen oder so. Hat tatsächlich nur auch die Schattenseite dessen halt mal aufgezeigt. So, ne? Weil man halt sich wirklich erstmal hinterfragt und denkt so, was haben wir denn hier? Ach, wie schön, ein Stückchen. Wunderbar. So. Oh, was ist das? Space. Primitiver Talisman. Das Urteil naht. Cool. Schön. So, und weil ich natürlich wieder die totale Knalltüte bin, halt wieder fest die Kategorie umzuschalten. Also, wir sind immer noch im Just Chatting. Und chatten mit Leon S. Kennedy in Resident Evil. So, also wenn ich mir diese Wände schon wieder ankicke, also die Bude würde schon nicht mehr stehen. Das würde alle, die würde schon wieder rückwärts rausgehen. Da schimmelnde Balken, wunderbar. Ach, die Wandverkleidung ist auch wieder die beste. Schön. Also bis jetzt kommt mir hier erstmal ja nichts bekannt vor vom Original. Kann jemand von euch Spanisch? Hasta bien. Heißt vielleicht einfach herzlich willkommen. Okay, hier werden wir wahrscheinlich einen Schlüssel brauchen. Den blanken Stein hier hauen. Ja, absolut. Das ist aus dem Fels getrieben, dieses Haus. Diese, mit F besteht denn. Ich habe schon mal in anderen Let's Plays angemeckert irgendwie. Ich finde es einfach. E ist für mich bestätigen. Nicht F. Das ist, jetzt hocke ich mich die ganze Zeit hin. Hallo! Ich hab gehört, gibt's die tollste Wurzelsuppe? Leider kein Spanisch. Wurde er errichtet? Lass sowas bloß nicht zu sehr an dich euch an. Ja. So, ich kann schon mal sagen, voller Freude, irgendwie Resident Evil 4, das Remake, wird keine Quicktime-Events haben. Yes! Oh! Und schon kommt für fucking Quicktime. Aber schöner Roundhouse-Kick fast. Oh! Oh, da. Eieiei. Oh. Hello? Das gefällt mir nicht. Und wir haben den Schlüssel gefunden. Wunderbar. Der Schlüssel zur Jagdhütte. Schließen. Habe ich noch. Ja, ich habe eine Waffe. 10 Schuss. Mit 10 Schuss komme ich in die Welt. So, was haben wir hier? Können wir noch ein bisschen was essen? Boah, wie das riecht. Was ist denn mit Haaren, Alter? Was ist das denn? Also, ich meine. Weiß ich nicht. Also, wenn die Leute schon echt noch geistig gegenwärtig, also so geistesgegenwärtig sind, um Feuer zu machen und so einen Topf aufzuhängen. Warum zur Hölle? Ist hier so ein Pams drin? Mann! Nee, ich verstehe sowas nicht. Warte mal, hier ist noch was? Ach, schön. Ja, hier haben wir noch. Was war das mal? Ein Hase? Ein Fuchs? Nee. Was ist ein Hund? Ja, ist doch alles nicht normal hier. Ja, könnte ein großer. Ist ein großer Hase. Ein Hasi. Okay. Oh, warte mal, hier liegt noch was? Was haben wir hier? Achso, ja, die Polizeimarke. Nationales Polizeikorps. Mario Fernandez Catano. Polizeibeamter. So, da haben wir schon mal einen. So, hier. Normale Tür öffnen ist nicht. Wir stürzen einfach hindurch. Hat er auch schon im Originalteil so gemacht. Fand ich immer witzig so. Ja, Fenster, er hat sich raus. einfach rausgerollt. So, und Bestätigen. Ah, eine tolle Animation. Grafik sieht toll aus. Sieht wirklich. Also kommt, man fühlt sich so ein bisschen wie ein Baker-Anwesen aus Teil 7. Melly, dem Hauptspiel. Entschuldigung. So. Hallo! Schön. Ich weiß jetzt nicht. Irgendwie kommt. Wann setzt das in einem ein, irgendwie, dass man sagt, so, ich muss mir jetzt ekelhafte Scheiße in den Keller hängen? Ah, oh, hinter dem dreckigen Lappen.
Das ist ja mal eine fette Ratte. Hau ab. So, finden wir, wird das hier noch irgendwas Schönes? Nein. Gar nicht Schreckliches. Hey! Huslis. Okay, gut. Das war der Polizist. Ich höre sie. Wie ist ihr Status? Wie ist ihr Status? Was ist hier los? Was sind deine Extreme? So, okay, also, hier ist Polizist Nummer 1. Aus der Jagdhütte entkommen, na, das wirkt ja schon schön, Alter. Okay, Waffe ziehen. Er ist ultra träge irgendwie, das ist, finde ich, nicht so cool. Ah, ich freue mich schon aufs Geburtstagsfest. Oh, bin, bin, bin. Hau ab! What should I do? Oh, Alter, Messer in Hals! Langsam ist es nicht mehr witzig. Aber immer noch einen schönen, coolen Spruch hinterher. Immer, ich würde jetzt wahrscheinlich die nächsten 5 Minuten einfach nur schreien. Das ist einfach so Treppe hoch. Aus der Tür raus. Aber nee, erstmal einen käsig coolen Spruch. Irgendwie schön cheesy muss er sein. So, ich hab noch 4 Schuss. Damit gewinnt ich hier keinen Obstkopf mehr. Das ist mal ganz klar. Also ich weiß nicht, ob wir so wirklich das Ende der Demo erreichen werden. Und der Bauernpack ist da draußen schon. Nicht den Bauern, um Gottes Willen, aber der Bauernpack in Resident Evil 4 ist schon, die sind schon ultra scheiße. Nee! Wo ist hier? Wo? Wie, wo ist das nochmal? Alter, die Tür hält einen Scheiß. Und die guckt, oh Gott, Alter, guckt euch den Bretterverschlag an. Was ist denn das? Ah, übrigens, nichts mindere als die Präsidententochter. Was ist? Hier ist Condor One. Hannigan hier, wie geht's voran? Die Präsidententochter, Hannigan sieht recht ungeil aus. Sie könnte in diesem Dorf sein. Wie wir vermutet hatten. Gut gemacht. Brauche die Route zu einem See hier. Vielleicht ist sie dort. Verstanden. Ich setze mich sofort dran. Beeil dich. Mit den Leuten hier stimmt was nicht. Meine Begleiter sind... Was los? Melde mich. Hier kommt Jack. 4 Schuss. Ich hab 4 Schuss. Ich bin selbst raus. Jawoll. Schön. Oh, Sherman. Toll, meine ich. Einfach mal aus dem Fenster gestürzt. So, und jetzt einfach, als wenn ich gewesen wäre. Hm? Tschüssikowski. Oh, zum See gehen. Oh, nee, Alter. Ich wiederhole. Ich hab 4 Schuss. Damit komme ich hier nicht weit im Biomarkt. Blood is on the bridge. So sehr vertrauenserweckend aus. Oh, die Bretter. Oh Gott, oh Gott. So, kann man hier noch irgendwas Schönes sehen? Nee. Also bis jetzt wirkt es echt mega düster auf mich, das Spiel, was ja grundsätzlich erstmal eine sehr, sehr coole Sache ist, finde ich. Rabe. Also im Original konnte man tatsächlich, seht's mir nach, die Tiere, die Pixeltiere erlösen und hat immer was gefunden. In dem Falle Schießpulver. Gibt's hier ein Inventar? Ja. Der Koffer! Es ist der Koffer! Wie geil! Wie schön! Übrigens, Herr Junger, vielen Dank nochmal für das Spiel Safe Room.
Ich hab's fast durch. Ich ist wirklich so suchtig irgendwie. Das ist fürchterlich. Ganz fürchterlich. So, und die wegwerfen möchte ich's nicht. So, ich habe ein Heilspray und ich habe einmal Schießpulver, weil Material zur Herstellung verschiedener Munitionsarten verwendet werden kann. Was? Achso, ja. Man könnte auch den Artikel mitlesen und dann würde der Satz auch Sinn machen. Ah, ja, nicht schön. Es ist total cool. Als ihr das schon in dem Stream irgendwie gesagt habt, hier, guck mal, Safe Room, halt's mal runter, dann hab's fast durchgespielt. Im Stream, während Benny gespielt hat. Also ich habe natürlich immer nur auf Benny geguckt, weil es ja quasi der tolle Contentgeber und zwischendurch immer bei jedem Coca-Cola-Leitspiel halt schnell gewechselt. Song meine ich. So, okay, also ich kann aber wahrscheinlich hiermit noch nichts irgendwie großartig machen, ne? Mit Alt kann ich automatisch sortieren. Das ist so viele Leute wie Benny, die keinen Bock auf Sortieren haben. Ich werde das nicht tun. Ich werde immer manuell sortieren. So, hier vorne kann... Oh, warte mal, der Kantenmaler war da. Das ist jetzt wirklich so ein Kronkspruch. Wunderbar. Pistolenmunition, wunderbar. Wir haben 12 Schuss noch dazu bekommen. Das ist schon mal schön. So, nachladen mit R. Das kommt unerwartet. So, haben wir hier vorne noch irgendwas? Schubidup, schubidup, schubidup. Okay, weiter geht's. Und? Das ist durch die Tür durch. Ja, großartig. Ich hab schon mal erwähnt, dass ich mich an F noch nicht so gewöhnt habe. So, hier können wir nicht speichern. Für diejenigen, denen Resident Evil noch nicht so vertraut ist, Schreibmaschine heißt immer Ort zum Speichern. Klassiker irgendwie. Ich find's so schön, dass sie immer noch beibehalten. Irgendwie. Also, das ist, ich glaube, bei Tersim war es irgendwie ein Kassettenrekorder. Ich find's einfach, ich find's nett, ich find's schön. Ist besser als überall speichern zu können, wo man will. Hat einfach Charme. Wo sind sie? So, und jetzt haben wir nochmal Peseten. Pesetas. Schön, wir können uns natürlich auch ein paar Sachen kaufen in dem Spiel. Wir finden so eine Art Händler. Also im Originalspiel. Ich hoffe, dass wir das so übernommen haben. Ich kann jetzt tatsächlich immer nur vom Originalgame ausgehen. Cool gemacht. Schön. Und da müssen wir unsere Pesetas sammeln und können dann entweder Waffen oder Upgrades oder sowas kaufen oder einen größeren Koffer und all so ein Spladatsch irgendwie. Oh, ich hab das Video noch erwischt. Schön. Freut mich. Schießpulver. Kann ich denn aus Schießpulver und Schießpulver was machen? Herstellen. Oh, Flintenmunition. Nein, was ist denn das? Anscheinend brauche ich noch irgendwas. Gewöhnliche Patronen für Pistolen. Diese Munition wird für ihre flache Schossbahn und für ihre flache Schossbahn? Ach du Scheiße, muss man jetzt auf 700 Corioliskraft oder was? Muss man auch höher anhalten irgendwie, wenn man weiter als 100 Meter schießt? Oh Gott, diese Munition für ihren und ihren gemäßigten Rückstoß geschätzt. Na, Prost Mahlzeit. Und scheinbar fehlt uns hier noch irgendwas dafür, irgendwie, weiß ich auch nicht, was das sein soll. Eine Socke, ein Lappen oder was, irgendwas komisches. Auf jeden Fall haben wir es nicht. Das ist blöd. Okay. Na gut, weiter geht's. Na Jungs, ich höre euch doch, wo seid ihr? Im Originalspiel war das so, dass man tatsächlich irgendwie alle mit einem Messer kaputt machen musste. Und hier latscht er einfach nur beherzt ihn. Okay. Okay, also wir können irgendwie noch nachtreten mit F. Macht er jetzt noch was? Was ist los hier? Käse, ey. Na toll, na toll. Hau ab. Wieder weg. Also, Talk muss ich sagen, dass die Steuerung jetzt nicht die geilste ist gerade. Die ist ultra schwammig. Also, er läuft auch weiter, als ihr drückt. Und. Also, ja, ich hoffe, dass er da noch ein bisschen was nachjustieren.
Also, irgendwelche Pro-Gamer werden damit wahrscheinlich super auskommen. Variona, hey, grüß dich! Ah, da läuft ja mein Sohnemann. Bitte wie? Bitte was? Ja. Also, ich hoffe, dass er das noch ein bisschen nachpegeln, weil. Ihr habt halt so Pro-Gamer wie Benny und dann gibt es halt Leute wie mich. Keine Pro-Gamer. Und für die ist halt natürlich so eine Steuerung total kacke. Na, kommst du raus? Du puto Cabron! Das ist schön, dass ich die ganze Zeit Cheesepulver finde, aber hier nichts anderes. Das ist nicht gut. 5 Schuss nur noch. Oh, was haben wir da? Ein rotes Kraut. Wie schön. Ich habe noch nicht mal grüne Kraut gefunden. Blendgranate. Ah, hier haben wir noch ein bisschen Munition. Wunderbar. Die nehmen wir noch. Schabadabada. Na, Leon. Ja, war mir schon klar, Variona. Echt, ja? Den Sohnemann sieht so groß aus? Cool. Nicht schlecht. Ich sehe aus wie der Typ, der hier gerade erschossen wurde. Das ist ja wieder hier. Jetzt. Quasi. Okay, gut. Bam, werfen. Schön. Lade mal nach. Das Doofe an der Sache ist, diese Demo heißt die Chainsaw-Demo. Das heißt, hier gibt es einen Gegner, der nennt sich Dr. Salvatore oder so. Ist halt ein Typ mit einem Kartoffelsack auf dem Kopf und einer Kettensäge. Grundsätzlich ein sympathischer Typ. Man kennt ihn halt vom Skatabend, aber hier unangenehm, gerade wenn du 12 Schuss hast. Aus der Pistole. Das ist also. Ja, ja. Nee, aber mein Sohn heißt Leon. Ah! Ach so. Na denn. Auf alle Leons. So, wählen mal rein. Let's do it. For America. Aha, schön, 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 schön. Okay, ach ja, cool gemacht, cool gemacht. Ja, und hier ist quasi das Dorf. Der Glockenturm. Und, okay, cool. Hier vorne können wir auch, wie im Original, erstmal durchs Fernglas gucken und sagen, was ist denn da los, was ist denn noch passiert? Und meine Tochter heißt Jill Valentine. Ist nicht dein Ernst, oder, Variona? Echt jetzt? Das ist doch ein Scherz, oder? Da ist der zweite Polizist. Da brennt der zweite Polizist. Ach du Scheiße, Foto machen. So, bis jetzt zähle ich 4 Leute, aber das sind mehr als 4. Doch, ist so? Krass, hast du die jetzt wirklich so genannt, weil du halt ein Resident Evil Fan bist? Oder ist das jetzt purer Zufall? Zufall? Aber das ist aber ein krasser Zufall. Cool. Nicht schlecht. 257, grüß dich. Hey, schön, dass du da bist. Habt auch zum Stream geschafft. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Leon wurde nach dem Film Leon der Profi benannt. Ach, ein geiler Film. Ein geiler Film. So, ihr könnt jetzt natürlich schön meine Blendgranate nach vorne flacken. Aber was dann? Ist ja nicht so, dass sie alle mit eben Headshot unten sind. Ich probiere mich mal tatsächlich mal rinzuschleichen. Ich hoffe, der blöde Hahn verrät mich nicht hier vorne. Weißt du? Ach, okay, hier können wir zusammen hoch. Ah. Können wir das Spiel zusammenspielen? Hier gibt's Multiplayer? Das wäre der Hammer. Oh, ein grüner Kram. Schön. Wo ist denn da? Ich geh erstmal direkt wieder raus hier. Sind erstmal verbissen wieder. Meine Tochter und ich wollten unbedingt Jill und meinen Mann Valentine. Aufgrund seiner Lieblingssängerin. Valentine? Was für eine Sängerin ist denn? Wer ist das? Okay, versuchen wir mal erstmal hier vorne hier die grüne Pflanze zu holen. Also man muss sich mal diese Situation jetzt mal wirklich im Real Life vorstellen. Ja? Du bist halt so Special Agent und das Erste, was du machst, wenn du dich in so ein Dorf voller Beknackter, die gerade einen Polizisten, oh, da vorne ist jene, rinschleicht, ist erstmal hier vorne eine Zimmerpflanze klauen. Das lass ich so stehen. Lass ich mal so stehen. Schön. So, grüne Kraut. Schließen.
Ja, ich weiß, ist dein Gummibäumchen gewesen irgendwie, ist jetzt aber meins. So, dann werden wir mal gleich mischen, weil Objekte herstellen. Auf Basis bestimmter Materialien wie Rohstoffe, Schießpulver und Messern können neue Objekte hergestellt werden. Mit Rezepturen können sie ihr Repertoire an herstellbaren Objekten erweitern. Was soll denn das sein? Was ist das hier? Kann das einer von euch erkennen? Wieso ist das so ein Lappen? Nein. So, und ich möchte, muss das jetzt einfach so, kannst du jetzt wahrscheinlich einfach nehmen, ne? So, und ich habe ein Fiolchen hergestellt. Ach, wenn es doch immer nur so einfach wäre. So, kann ich Stealth-Kills machen? Das wäre auch cool. Ne! Und jetzt ist der Hase gefickt. Hey, grüß dich. Na? Das wird mir jetzt alles hier einen Scheiß bringen. Das wird mir alles einen Scheiß bringen. Ach, du Schande. Oh, schnell. Oh, er ist langsam. Ich würde mal tatsächlich probieren, mich, hier, auf dem Glockenturm zu verschanzen, weil wenn das wie im Original ist, reicht eigentlich ein Messerschlag, um die Leute hier runterzukicken. Die Frage ist, wie ein Messerschlag. So, okay. Und es bedarf mehr als ein Messerschlag, das ist scheiße. Hohoho, erstochen. So, du bleibst hier drin, Freundchen. Sehr schön. Kommt doch alle hoch, ihr Penner. Jeder kriegt hier seinen Senf weg, ihr Wichser, Alter. Und du noch bist der nächste Opa. Tschüssikowski. Was ist hier? Nee, nicht springen. Oh Gott, ich will nicht springen. Oh, was ist jetzt? Halt hier in die Kriecht? Nein, nein, da kommt er. Opa, geh weg. Ist mein Messer kaputt? Ist mein Messer kaputt? Oh. Ich bin durchgebrochen. Ich bin durchgebrochen. Alter! Hau ab! So, mitnehmen. Mitnehmen. Antäuschen. Dribbeln. Decken. Oh Gott. Oh Gott, überall sind sie. Überall sind sie. Was ist das hier? Guten Tag. Na? Oh, hier vorne ist noch was. Nein! Nein, der Beknackte! Der Beknackte mit dem Kartoffelsack! Das aber er hat so verträumte Augen. So! Nein! Oh nein, 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 nein! Verpiss dich! Lass mich! Warte mal. Ja, schließen bitte. Benutzen. Scheinbar habe ich im Inventar, wenn ich das Inventar öffne, Pause. Ey, mein Messer ist kaputt gegangen, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt gehen die Messer hier kaputt, ich glaube, ich spinne. Oh nein, da hilft eine gute Bepanthen. Ja, genau, richtig. Das ist ein Bepanthen und ein Küsschen vom Mutti ruf. Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt gehen die Messer hier kaputt, ich... Ich hab 14 Schuss und, Entschuldigung, 2 Blendgranaten für einen Typen mit einer Kettensäge. Man muss auch wissen, der hat einen kugelsicheren Kartoffelsack. Ja, da ein normaler Kopfschuss, wenn ich den mal treffen würde, reicht nicht. Reicht nicht. Oh, hier, hau ab! Mann, und gleich wieder rennen hier, los. Und, geh weg. Blöde Ecke, ich muss hier anders. Oh, ich bin komplett umzingelt. Haut ab. Befreiungsschlag. Leute, ich sag, wie das ist. Es sieht nicht gut aus. Ich komm hier ohne raus, so richtig. Nee. Hau ab. Geh weg. Ja. Moment, wer wirft hier mit Töpfen? Oh, Entschuldigung bitte, ihr macht Fernsehabend? Ja, ich bin gleich weg hier. Tschüssikowski. Ah, na. Ey, sie sind überall. Ich hab hier keine Chance. Ah. Oh, Feuer. Na. Ah, eine Kuh. Es ist abgeschlossen. Nein, es ist abgeschlossen. Und da steht einer. Und überall sind sie.
Also ich weiß jetzt nicht, ob ich einfach jetzt hier nur irgendwie, keine Ahnung. Jetzt... Kann ich das hier nehmen? Gib das her. Was hat ich denn jetzt gerade aufgenommen? Ich hab's verpasst. Verschwende! Ja. Ich befürchte fast irgendwie, dass ich... Oh Gott, überall sind sie. Überall sind sie! Wollt ihr mich verarschen? Oh Mann! Glaube, ich bin jetzt gleich tot. Mir ist irgendwie so, als wenn das hier hinten eine Sackgasse ist. Aber ich... Wo geht's da hin? Geht's nirgendwo hin. Natürlich geht's hier nirgendwo hin. Verpisst euch. Oh, der Irre mit der Kettensäge! Nur bitte lasst diese Tür da hinten offen sein. Bitte. Ha? Ja! La Campana. Nee, den fallen nur Panzerband. Pater. Pater-Fix reicht ja. Ich weiß nicht, ob man es reparieren kann, keine Ahnung. Tenemos que servir. Einfach nur Panzerband. Tatsächlich habe ich es nicht erkannt. Ich wusste nicht, was das ist. Ob das Panzerband ist oder ob das jetzt irgendwie ein gammeliger Fisch ist. Ich habe es nicht erkannt. Tatsächlich. Und ich habe auch kein Panzerband. Und? Sagt er noch den Namen? Nope. Krass, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich das jetzt hier überlebe. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Keiner hat's erwartet. Wo wollen die hin? Zum Bingo? Resident Evil 4. Ach, das war... Oh, das war die Demo jetzt schon. Ah, oh, cool. Schön, nice. Ich freue mich. Okay, 450 Pesetas. Gut. Naja, ich weiß nicht. Ich habe mich jetzt nicht besonders mit rumbekleckert. Vielen Dank fürs Spielen. Ich werde das definitiv noch ein bisschen üben, bevor das Fullgame rauskommt. Irgendwie, damit es nicht ganz so peinlich für mich wird. Und nicht so schlimm für euch. War nicht so schlimmer, als jemanden zuzugucken, der irgendwie wie so ein Bekloppter jedes Mal mit dem Kopf in die Wand rennt und du denkst so... Echt jetzt? Nochmal. Von daher, mal gucken.